Willkommen zurück zu Sonic Adventure DX! Wir sind hier stehen geblieben in der Tails-Story, während Sky Chase 2. Wir wollen jetzt endlich aufs Egg Carrier und das Schönste, wir wissen, dass wir drauf kommen werden, denn wir haben das mit der Sonic-Story schon erlebt. Habe ich nun oft genug erwähnt, dass die Sonic und die Tails-Story sich sehr oft überschneiden. Wir haben das Spiel zu... Okay, nicht das Spiel, sondern die Tails-Story. Haben wir zu 60% gelöst. Habe ich gerade eben so ganz piano im Menü erlebt. Und ich schlafe hier bald ein bei dieser Flugpassage. Das dürfte jetzt hoffentlich mal die letzte im Spiel sein. Ich wüsste nicht. Jetzt haben wir jede Passage zweimal, ne? Naja. So, der Jude Tails mit seinem flotten Flitzer hier, mit seinem Taxi, seinem blauen Taxi. Ja, warum der 20 Jahre um das Ding rumkurft, anstatt einfach drauf zu landen? Ich meine, der macht eh eine Bruchlandung bis zum geht nicht mehr. Das macht doch den Bock auch nicht mehr fett. Aber gut, wir knallen einfach wehrlose. Wehrlose Maschinen ab. Kaffeekränzchen oder was? Labert nicht so viel. Und tschüss, Mann! Musste er sogar einen eigenen Arm entwerfen, nur um Sonic zu halten. Aber mitgedacht hat er. Was für ein Fuchs! Hast du dir Fuchsix ausgedacht hier? Star Fox sollte sich ein Beispiel an dir nehmen. So, wir ballern hier noch ein bisschen umher. Also ich muss sagen, das hier ist nicht wirklich schwer, das würde jedes Kind hinbekommen. Man muss nicht wirklich was machen. Man kann die abknallen, man muss nicht. Man kann hier auch einfach, ja, das Joypad mal 5 Minuten beiseite legen und... Ja, das war's dann auch. Okay, dann würde man höchstwahrscheinlich sterben. Aber dennoch ist es hier kein Problem. Die Steuerung ist einfacher, als es aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen kompliziert aussieht, aber sehr einfach die Steuerung. Landen! Oder was hast du hier noch Schönes vor? Na gut. Ähnliche Level gibt es dann auch bei Sonic Adventure 2. Da gibt es einen ganzen Abschnitt. Oh, oder obwohl, das ist angelehnt auf E-102 Gamma. So, jetzt habe ich mich so oft treffen lassen, dass ich schon fast in Gefahr bin. Knall um dich, was das Zeug hält. Tailsy Boy! Also E-102 Gamma hat ein ganz anderes Spielsystem, da muss nämlich alles abknallen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das tun Tails und... Du Schande. Tails und Robotnik in Sonic Adventure 2 ohnehin bis zum Opfer fallen. Oh Mann, ey! Oh. Na gut. Also diese ganzen Flugzeuge oder Maschinen oder keine Ahnung, die kann man ruhig auf die leichte Schulter nehmen. Die muss man nicht abknallen, nix. Aber am Ende das Ding, das muss man abknallen und das hat mich gerade so ganz geschmeidig erwischt mit Gleitcreme. Deswegen ist es so eine Sache, ja. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden gleich mit unserem nächsten Mitarbeiter verbunden. Dies ist die O2 Mailbox von... 0 1 7, 7, 1, 2, 3. Kennt ihr das, wenn auf eine Mailbox, wenn jemand zu faul war, drauf zu sprechen, seinen Namen? Dies ist die O2 Mailbox von 0, 1. Okay. You bet, watch this! Wir freuen uns, Tails. Ich freue mir einen Ast ab. Und einen ganzen Apfelbaum.
Let's go! Komm schon, wir wollen drauf landen und wir wollen dann unser Unwesen treiben. Auf dem blöden Ding. Dann werde ich mal versuchen, keinen Schaden zu erleiden. Dies lässt sich nämlich ebenfalls vereinbaren. Ich zähle bis drei. Hallo, hallo, hallo! Der Carrier hier! Hallöchen, Popöchen! Oh Mann ey, ist jetzt hier bald mal Schluss? Es geht auf keine Kuhhaut. Da an die blauen Flammen willst du glaube ich nicht rein, Tails. Das könnte angenehm warm werden. Immerhin wirst du dann braun. Um nicht zu sagen, crossbraun. Okay, wo hier geht der Punk ab? Warum die mich hier so abknallen? Bam, 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 bam. Yeah! Respekt! Ich brauche dann doch noch ein bisschen Energie für da oben. Für Dr. Robotnik! Haha! So, können wir jetzt mal langsam anfangen. So, jetzt geht sie ans Leder. Oder mir, oder beiden. Ach, die interessieren mich nicht. Das erinnert stark. Schaut euch das mal an, schon 70% von dem Ding abgezogen hier. Oben rechts die Energieanzeige. Wenn du wieder dein Maul aufmachst, bist du tot. Tschüss. Oh, kaputt. Obwohl, so schnell geht es kaputt. Geht es niemals kaputt. Ja. Dann können wir drauf landen. Ganz locker flockig auf dem Egg-Carrier. Die weiche Landung, wir kennen sie, erleben sie nochmal. Now, I forgot to put in the landing gear. Whoa! Wow, this thing is really huge. No time to gossip on it. We gotta find Amy. You're right, pal. Let's get busy. Irgendwie ungewohnt, dass Tails die ganze Zeit vor dem Igel steht. Aber worauf ich jetzt gar keinen Bock habe, ist der Level dieses Sky Deck. Und da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Können wir das nicht rauslassen? Ach Mensch, mein Lieblingslevel. Na ja, dann mal los. Was soll das jetzt? Musst du überall das letzte Wort haben, Tails? Das finde ich nicht gut. Aber das kann nicht so asozial sein wie bei der Sonic Story, oder? Wir können doch fliegen. Na gut, dann mal los. Kein Problem, alles halb so wild. Wir müssen vor Sonic da sein. Nicht zuletzt wegen diesen Dingern. What the hell? Wo müssen wir eigentlich lang? Und wo ist Tails überhaupt? Da unten. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Ach Mensch, Kinders, was ist denn da los? Also, pass mal auf. Wir jumpen jetzt erstmal hier hin. Und jumpen direkt nach hier oben. Soweit ist ja absolut kein Problem. Was wir jetzt schon wieder übersprungen haben. Du. Man sieht ja an der unteren Leiste. Okay, extra Leben, nice. Aber wo geht's denn lang? Mensch. Die Kamera zeigt einem auch gar nichts.
Ich habe irgendwo bei Mario 64, Let's Play Again, einen Kommentar gelesen. Ja, in Mario 64 ist die Kamera voll für den Arsch. Ihr wisst, ich liebe Sonic fast schon. Aber die Kamera in Sonic Adventure, die ist... Das, da wisst ihr mal, wovon ihr redet. So, war ich nicht gerade unsichtbar? Nee, es war Schnelligkeit. Warum ist der jetzt vor mir? Was ist los? Ich check das gerade gar nicht. Hier sollen wir lang, oder was? Ich bin da noch vor Sonic. Was labert der überhaupt? Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt, oder was? Was laberst du? Wohin? Wo lang? Also mit Tails macht es Spaß, hier abzukürzen. Zumal das Level gleich zu Ende ist anscheinend. Müssen wir da in die Mitte, oder was ist los? Ach, da ist schon die Kapsel. Gut, dann ist mein Hasslevel dann doch nicht. Hallo, liebes Kanonenrohr. Ja, 1 Minute 35, wenn man bedenkt, wie lange ich da mit Sonic gebraucht habe. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie lange habe ich mit Sonic für den Level Skydeck gebraucht. Schreibt in die Kommentare, interessiert mich. So. Yeah. Is that it? Sonic, we should check out the bridge. So, das denn? Yeah. That's it? Hier an diesem Standort, das Innere des Egg Carriers, da werden wir uns eh noch lang genug drin aufhalten, erforschen, aber mit Sonic und Tails nicht. Erstmal hoch, da ist die Action mit Amy und E102 gewesen. Und da können wir bald rüber jumpen. Schön, dass es auch mal anfängt. So, Gamma ist jetzt wirklich keine schwere Herausforderung. Also weg mit dir. Treffer 2 von 3. Und tschüss, Mann. Sieg, Victory! Und damit bis zum nächsten Mal und ciao!